So, Freunde, es ist soweit, ein Let's Play für die UUs. Ich habe noch 50 Minuten Zeit, dann muss ich zur Arbeit. Und danach gehe ich Magic spielen und das dauert bis tief in die Nacht. Deshalb habe ich nur jetzt 50 Minuten Zeit, etwas aufzunehmen und es hochzuladen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ihr seht mich nicht so gut, weil hinter mir ist Licht. Aber ich höre auf zu labern und gehe halt gleich ins Spiel. Ich habe mir was richtig Schönes ausgesucht. Einen alten Klassiker habe ich mal vom lieben Heinrich geschenkt bekommen. Ihr seht es schon hier. Ja, da ist schon der Titel: Bad Reds. Wer es nicht kennt, ist ungefähr das beste Spiel auf dem Planeten. Ich mache mal nochmal den Sound ein bisschen leiser, aber der Trailer ist halt auch schon großartig. Deshalb mache ich ein bisschen leiser und halte dann meine Fresse. Labert vielleicht ein bisschen drüber. Also, jetzt sieht man halt schon beste Grafik. Baseballschläger, also ich meine TNT, also das ist doch, guckt euch die Ratten an, diese Animation, die Katze hat Angst, man sieht es, der schießt einfach trotzdem, Bad Reds, es wird so großartig. Fehlt ihr den Beat? Oh yeah. Moment, nicht gleich Exit. Play. Ich werde wahrscheinlich New Game machen müssen. Ich gehe mal. Moment. Ich gehe gleich auf Expert. Ich habe es schon mal gespielt. Ich habe es schon mal durchgespielt. Macht ganz viel Spaß. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ich lege einfach los. Also, hier sind meine Ratten, die ich zur Verfügung habe. So war es, glaube ich. Und ich muss mit diesem Ball diese Ratte töten, diese Katze töten. Ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, um mir das hier aufzubauen. Hier fällt der Ball runter. Das ist alles. Irgendwie. Ich lege einfach mal alles hin, aber ich glaube, ich brauche eigentlich nur den, der den Ball irgendwie nach oben schlägt. Ich mache mal einmal Play zum Spaß. Okay, das schlägt ihn nur nach da. Das reicht nicht. Mal ein bisschen ausprobieren, was hier so passiert. Okay, ich glaube, ich bin noch ein bisschen überfordert mit dem, was ich hier tun muss. Also ich glaube, das alles hier ist auf jeden Fall ziemlich falsch. Der hier ist ein guter Start. Vielleicht nehme ich auch einfach den hier. Den jetzt. Den da will ich. Traktor. Setze ich hier hin. Dann fährt der schon mal den da runter. Okay. Da unten sitze. Vielleicht hätte ich doch noch mal vorher das Tutorial spielen sollen.
Weil ich glaube, wie man schon sieht, das Spiel ist halt wirklich sehr, sehr kompliziert. Also. Ich resette mal nochmal. Cannon Gun. Ich muss, glaube ich, erstmal herausfinden, was die alle hier so können. Macht quasi genau dasselbe wie der andere. Okay. Ich lass mir mal helfen. It's a wall, so ist Mr. Cat. Only the top ball can I kill so. Ja, das ist mir bewusst. Muss den Ball oben gegen den Tresor hauen. Build a good ramp of the wood. Ah, ich kann hier diese Scheiße benutzen. Na gut. Dann sollte es ja einfacher sein. Na gut. Ich wusste jetzt nicht, dass man die Sachen benutzen kann. Es war jetzt wohl mein Fehler. War jetzt nicht so eine gute Runde, aber ihr seht das Prinzip. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich spiele mal noch eine Runde. Nicht, dass ihr enttäuscht seid, dass mein erstes Let's Play so scheiße läuft. Okay. Hit the bomb with the wall, explode the cat, only the ball can activate the bomb. Okay. You'll use the ball balloon to place the red in a good position to hit the ball. The projector can help to drop the ball softly. Okay, ich muss den Ball erstmal noch da bekommen. Den drehen. Ich glaube, der muss eigentlich hier hin. Wie geht's denn, Leute? Na gut, ich guck einfach mal, ob die sich automatisch drehen. Nee.
Ja, wenn ich den nicht drehen kann, dachte ich, vielleicht kann ich das ja so hinstellen, dass der Ball automatisch losrollt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu dumm. Ich habe es gefunden. Das ist ja praktisch. Okay, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Ich glaube, ich habe es jetzt so langsam verstanden. Ein Bad Red Scott. Eigentlich hätte ich nur eine Ratte gebraucht, aber okay. Ja, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden und ich will euch einfach nicht zu viel spoilen von dem großartigen Game. Es kostet nicht viel Geld, lasst es euch schenken, macht sonst was damit, keine Ahnung. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wen ich nominieren möchte. Aber, Reven ist gerade nominiert, Paul ist gerade nominiert. Wer hatte denn noch gesagt, dass er Lust hat? Ich mache erstmal hier aus. Sonst versteht man mich vielleicht gar nicht, das weiß ich hier nicht. Habe ich irgendwie ausprobiert. So, mal schauen. Ich kann mich ja hier auch ein bisschen größer machen. Ganz toll. So. Ah, oh. Schön. Wunderbar. Ja, okay. Ich denke mir noch was aus und hänge das irgendwie hinten dran. Ja, muss ich das Video schneiden. Habe ich auch keine Lust drauf. Ich nominiere einfach Malte zurück. Ist mir egal. Ist mir egal, was du jetzt denkst. Du denkst jetzt, oh, ich habe doch gerade ein Video gemacht. 10 Minuten Video. Oh, jetzt muss ich noch ein Video machen. Voll scheiße. Was will ich von dir für ein Video haben? Du sollst mir ein Video machen. Und zwar. Eine Stop-Motion. Stop-Motion sagt dir sofort was. Du weißt, was das ist. Um was es geht, ist egal. Also du kannst es mit dir selbst machen. Mit dir selbst machen. Nein, du kannst dich selber in Bewegung, also ein bisschen Bewegung und dann Stop-Motion und so weiter. Da gibt es ein paar witzige Sachen, die man machen kann. Du kannst deine Lego-Figuren rausholen, Magic-Karten, was weiß ich, was du willst. Mach eine Stop-Motion. Stop-Motion sind witzig. Dauert ein bisschen, aber macht Spaß zu machen und sieht am Ende echt witzig aus. Jo, viel Spaß.